Die Helden des Amateurfußballs werden Ihnen präsentiert von Globus Plattling, Bayernwerk AG und den Sparkassen Niederbayern. Niederaltaich steht Kopf und das aus gutem Grund. Soeben hat die Spielvereinigung das Gipfeltreffen der Kreisklasse Deggendorf beim TSV Natternberg mit 2:1 gewonnen und sich damit schon nach 8 Spieltagen ein Polster von 5 Punkten auf den Tabellenzweiten aufgebaut. Den entscheidenden Treffer erzielte dabei in der 83. Minute Niederaltaichs tschechischer Import František Hack. Der Sieg für den Spitzenreiter allerdings, wie erwartet, ein ganz hartes Stück Arbeit. Mir war klar, dass das heute ein Geduldsspiel wird, ein enges Spiel gegen Natternberg. Natternberg hat es sehr gut gemacht in der Defensive. Aber nach dem Rückstand hat meine Mannschaft Moral bewiesen und wirklich auch den Sieg verdient zum Schluss. 250 Zuschauer bildeten einen angemessenen Rahmen für das Duell Zweiter gegen Erster. Beide Teams im bisherigen Saisonverlauf noch ungeschlagen. Besonders beeindruckend dabei die Bilanz der Gäste in Rot, die in den ersten 7 Partien bereits 30 Mal einnetzten und nur einen Gegentreffer hinnehmen mussten. Zunächst tat sich der Tabellenführer allerdings schwer gegen die defensiv ausgerichteten Gastgeber. Dieser Kopfball von Hack die einzig nennenswerte Gelegenheit. Auch auf der anderen Seite sprang in Hälfte 1 nicht viel Zählbares heraus. Einzig dieser Schuss von Co-Spielertrainer Peter Schrötter sorgte zumindest für etwas Gefahr vor dem Gästegehäuse. So richtig Fahrt nahm das mit Spannung erwartete Spitzenspiel erst nach dem Seitenwechsel auf. Dann aber ging's ans Eingemachte. Schöner Pass in die Gasse von Thomas Keckeis auf Thomas Faber und der schiebt ein zur Führung für die Heimelf in der 57. Minute. Das 1:0 zu diesem Zeitpunkt zwar etwas überraschend, aber auch nicht unverdient, zumal Natternberg danach direkt weiter nach vorne spielte. Florian Grantner mit der Hereingabe und auch wenn die Szene von der Kamera leider nicht optimal eingefangen wird, das muss eigentlich das 2:0 sein, doch Faber verpasst seinen zweiten Treffer. Die Niederaltaicher Reaktion ließ aber nicht lange auf sich warten. Kurz ausgeführte Ecke und wieder kommt Hack zum Kopfball, die Latte verhindert jedoch den Ausgleich. Dann wieder die Hausherren mit einem Konter. Irgendwie kommt der Ball zu Christian Dallinger, aber der vergibt diese gute Möglichkeit zur Vorentscheidung kläglich. So etwas rächt sich ja bekanntlich im Fußball ziemlich oft und so auch in diesem Fall. Roman Mutz tankt sich über rechts durch und was in der Mitte dann Michael Messert veranstaltet, ist ganz große Klasse. Mit der technisch perfekten Ballannahme lässt er seinen Gegenspieler ins Leere laufen und verwandelt dann souverän zum 1:1 in der 80. Minute. Die Gäste drückten jetzt vom Ausgleich beflügelt sogar auf den Sieg und wurden nur 3 Minuten später für ihr Bemühen belohnt. Nach dem Schuss von Messert steht Hack am langen Pfosten goldrichtig und bringt sein Team mit seinem bereits 10. Saisontreffer mit 2:1 in Führung. Das war's aber noch nicht. Eine Chance hatte die Heimelf noch in der Pipeline. Freistoß von Grantner in der 90. Minute und Keeper Markus Wollinger rettet seiner Truppe mit einem sensationellen Reflex die 3 Punkte, mit denen die Spielvereinigung den ärgsten Verfolger erst einmal abschüttelt. Ja, ich denke, für die Klasse war es wirklich ein Spitzenspiel. Taktisch, technisch hervorragend. Leider haben wir im Endeffekt dann in den letzten paar Minuten das Spiel verspielt. Wir hätten es 2:0 schießen können, aber das ist uns leider dann nicht mehr gelungen und dann im Endeffekt hat, ja, die bessere Mannschaft, muss man im Endeffekt sagen, auch gewonnen, die mehr vom Spiel gehabt hat wie wir. Aber wir haben alles reingelegt. Die Mannschaft hat super gekämpft, muss ich echt sagen. Und genauso haben wir es uns ausgemacht gehabt, so haben wir uns vorbereitet. Und wir hätten eine gute Chance gehabt, mindestens einen Punkt zu holen. Die letzte Konsequenz im Angriff hat heute gefehlt. Und die 3-4 guten Kopfballchancen haben wir nicht genutzt. Und somit wird es halt eng bis zum Schluss. Und nach dem Rückstand, muss ich sagen, war es aber trotzdem noch mal eine tolle Sache von der Mannschaft, dass die noch mal eine Reaktion gezeigt hat. Nach vielen vergeblichen Anläufen scheint die Spielvereinigung Niederaltaich in diesem Jahr also endlich reif für den Aufstieg und kann sich auf dem Weg in die Kreisliga wohl nur selbst stoppen. Aber auch der TSV Natternberg darf sich mit Leistungen wie diesen durchaus berechtigte Hoffnungen auf einen Spitzenplatz machen. Helden des Amateurfußballs wurden Ihnen präsentiert von Wolf System, der Brauerei Hackelberg und Euro Teamsport Vilshofen.